Jo Leute, ich bin's, euer DJ Dream und ich heiße jetzt kommen in War Thunder. Ich werde jetzt mit den Centurio MK10 mal reingehen und ja, nehme halt diverse Konsorten mit. Mal sehen, vielleicht kommt sogar der Tutoris zum Einsatz, obwohl das eine Qual ist, mit dem zu fahren. Diesmal Arcade, nicht realistisch. Ne? Aber auch realistisch werdet ihr den Centurio MK10 mal sehen. Das ist ein geiles britisches Panzermodell. Ich dachte mir halt ein bisschen, ja, High-Tier ist jetzt falscher Ausdruck, weil hier sind auch Fahrzeuge dabei, die angeblich nach oder zwischen des Zweiten Weltkriegs vorhanden waren. Pünktchen, Pünktchen. Also, ja. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass der Tutoys wirklich im Kampfeinsatz war. So fett wie das Ding ist, das ist ungefähr, okay, von der Größenordnung kann man es nicht vergleichen. Aber sagen wir mal, von der Geschwindigkeit her können wir das Ding vergleichen mit der Maus. Na, von der Geschwindigkeit auf jeden Fall, aber nicht von der Größenordnung und Durchschlagsleistung. Ja. Leider. Oh. Ich sag C. Automat sagt C. C ist nämlich eine ganz geile Position. Die ist extrem beliebt. Ist wirklich geil. Ich hätte hier gern noch ja, Panzerfahrzeuge, die Minen auslegen können. Dann könnte ich nämlich, ja, da hochfahren, paar Passagen noch zu minen und sicher sein, dass mir keiner zu nahe kommt. Nämlich von der wirklich so viele mit. Nee, komm. Die sind scheiße. Hier von ihr. So. Also nichts gegen Hashgranaten, aber ich mag diese Quetschkopf-Dinger einfach nicht. Ach, natürlich werde ich jetzt falsch gespawnt. Na ja, gut, ich habe es jetzt auch nicht ausgewählt. Oh, okay, die ganze Masse macht sich zu C. Okay, dann sage ich doch nicht C. Ja, dann gehe ich doch wieder zu B. Ey, Freundchen, hast du Augen im Kopf? Ja. Ist wohl der Anton aus Tirol, ne, mein Freund. Bei der Zahlenkombi könnte man glatt meinen, das wäre seine Telefonnummer. Das ist echt, ey. Immer dasselbe. Entweder wirst du hier nur noch weggebolzt von russischen Atomgranaten. Ich sag das zu oft. Aber es ist halt nun mal so. Oder irgendwelche Leute tun beim Fahren dich einfach mal so richtig derb behindern. Und B ist noch nicht gefallen. C ist am Fallen. Aber B? Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ne, war ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Okay, B fällt. Was könnte da drauf sein? Bin ich eigentlich eine. Jo, das ist ein ganz gutes Rating. BMP1 drin für Diving. Schmack ich nicht. Ja gut, ich meine, ihr wisst ja, was ich meine Meinung schon gesagt habe. BMP1 ist nicht schlecht, aber auf der Position oder der Art, wie man den hier nutzen kann, derzeit. Oh, Scheiße! Der steht direkt dahinter. Ja, man kann hier durch Gebäude schießen, und das ist nur stinknormale Pappe da. Der ist da nicht mehr. Wo ist der? Links, rechts. Nee. Wow. Okay. Das war's dann mit dem MK10. Ach scheiße, diese Pfeilmunition von unten. Ja, super geil. Bumm, zack, weg. Das kotzt mich an. Jeder zweite. Entschuldige den Ausdruck, Volldepp hat diese verkackte Munition schon in dem Rating. Nur bei den meisten Britenpanzern ist das leider nicht der Fall. Warum bin ich jetzt so arsch langsam? Irgendwas bremst mich doch raus. Also ich weiß, dass der ganz gut ausgebaut ist. Nicht komplett, aber er hat schon ordentlich was drauf. C ist so stark bewildert. Von unserem Team. Ja. Echt scheiße, dass die da alle rumhängen. Mist.
hätte A noch mal im Blickfeld haben sollen, aber naja. Dann wollen wir mal gucken. Oh, das ist ein schönes altes Bauernhäuschen. Ja. So, es gibt kaum noch, oder fast, nicht mehr so, außer in gewissen ländlichen Gegenden, aber also hier bei mir in der Ecke müsst ihr danach suchen, da findet ihr nichts. Okay, der ist einer gestorben. Macht namens 13 rum. Ja. Kleine flinke Kanone. Können wir nicht anvisieren. Ach, da ist ein T-44. Ja, herzlichen Dank. Auch noch. Okay, die russische Atomgranate ist tot. Boing! Sehr schön. Ich hab mal angeklopft. Er hat aufgemacht. Tja, er sollte halt diverse Regeln beachten. Ich mach erst die Tür auf, wenn mir jemand eine Pizza bringt. Oder mich mit Donuts besticht. Ungefähr. Ne. Okay, die Kanone lässt sich nicht so ausrichten. Da ist was. Oh, haben wir uns gegenseitig das Rohr geschossen? Nee, oder? Nicht dein Ernst. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ey? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich gegenseitig das Rohr wegrotzt? Das sieht aber heftig aus, also... Ja! Naja! Erinnert mich irgendwie an so einen Bambusstock. Da, er fährt. Mist. Nee, das ist was anderes. Fuck. Nee. Aber irgendwo dazwischen drin ist. Ach, da ist der Typ 95er. Muss vorsichtig sein. Russische Atomgranaten! Na, shit. Ach, Mann, oh. Mann. Oh, den hab ich reingemischt. Kein Ladeschutz mehr. Von A nach B hechten ohne Ladeschütze. Ist auch scheiße. Nee. Ja, ich weiß, ich schieße mir hier einen Wolf. Oh, da ist eine M103. Ich gehe erstmal kurz auf Pflegen. Ich muss die ganze Lage mir erstmal angucken. Hier sieht es nicht schön aus. Ich habe so das Gefühl, wir werden umzingelt. Und das Team baut nur Scheiße. Außerdem sind da... Ready? Ach du Scheiße! Oh, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Oh, da ist ein Hori. Ich hab die 20 mm. Aber nicht frontal, das funktioniert nicht. Okay. Hey, ich krieg den nicht rein. Busch ist ein Weg. Wo ist der Hori? Komm. Alter! Kriegst einen Herzinfarkt hier. Mist. Ich krieg den einfach nicht rein. Ja, ich versuche mich immer wieder auf dieses Hilfskreuzchen, das wir hier in der Karte haben, jetzt zu verlassen. Und das sollte ich ja eigentlich grundsätzlich nicht mehr machen. Ich komme nicht durch. Ach du Scheiße. Stimmt, das war ja die Schildkröte.
Gut, wir haben zwei Zonen, was wollen wir mehr? Ich komm nicht durch. Nee, nee, keine Chance. Den kriege ich nur von der Seite. Oh, C-Feld. C-Feld. Da ist trotzdem von uns einer. Na, herzlichen Dank auch. Okay. Dann begeben wir uns mal schnell zu C, bevor hier alles zugrunde geht. Wird der wohl... Bomber. Ah, die Voteur. Aber das verstehe ich nicht, warum hier jetzt so Jets auch vorhanden sind. Ich meine, die Voteur ist ja schon ein recht hochmoderner Jet. Und diese Nachkriegspanzer, aber ja, okay, ja. Stimmt auch wieder. Ja, nee, vergiss es, Leute. Ich wollte schon meckern. Willst du mich verarschen? Nee, 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 das ist mehr. T-34. Oh. Und nicht die russische Variante, sondern die amerikanische. Was der rausbolzt, das braucht einen Waffenschein. Den kriegst du auch nicht einfach so durch. Der hat im Turm einfach mal ein bisschen mehr reingespackt bekommen. Ne, das haben wir verloren. Das haben wir sowas von verloren. Weil das halbe Team nun mal leider nach C gefahren ist. Na komm, über die Kante. Komm, putti putti. Oh nein, das ist ein T-54. Wie soll ich da durchkommen? Bei der Turmgeschichte. Oh, wartet. Boing! Schade. Schade. Aber ich habe trotzdem noch weiter verpasst. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt gesehen, was das Team gemacht hat. Alle fahren sie nach C. Höchstens 3-4 Leute von uns, die sagen, jo, okay, ich wollte auch nach C. Aber ich bin eigentlich davon aus, dass man sich ein bisschen gut verteilt Richtung A, B und C. Ja. Ich war wieder mit nicht taktischen Wundern unterwegs. Was soll ich dazu sagen, ne? Ist scheiße. Und dass mein Centurio so schnell gestorben ist, ist ja absolut so scheiße. Aber ist der gar nicht mal so schlecht. Der ist eigentlich geil. Gut, man sollte halt bei dem Ding auch die Wanne verstecken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, 51. Die Wanne und die Unterwanne sollte man auch... So gut, die Unterwanne geht ein bisschen, aber ihr seht, das hat auch schon... Ja, okay, ihr seht ja diese extra Zahlen, effektive Panzerungsstärke, ne? Das hat jetzt mit den Winkeln zu tun. Für die jetzt nicht so ganz wissen. Immer weiter runter und dann habt ihr eine bessere Panzerung. Aber wenn man hier dann auf die Naht da in der Richtung schießt, könnte man schon noch ganz gut durchkommen. Und hier brauche ich gar nichts anwenden. Ja, das geht, das geht. Ja, das geht. Naja, und seitlich lässt sich das jetzt gerade nicht richtig anzeigen, wegen der Seitenschürze, oder warten wir. Ah, da. Uch, du Kicke. Da habe ich ja mal gar nichts. Aber trotzdem, war ein interessantes Match. Mal zuzusehen, wie das ganze Team verkackt, ne? Na gut. Das hast du fast in jedem zweiten, dritten Match, dass das Team irgendwie, ja... Keine Ahnung, Lemming-Verhalten zeigt? Nein, eigentlich, Lemminge stürzen sich in den Tod. Diese Leute sind einfach nur wie eine ganze Herde in eine Richtung gefahren. Und ja, irgendwann hat sich die Herde dann versucht aufzulösen und das hat dann nicht mehr den Anschluss geschafft. Ja, da war der Feind schon zu stark verbreitet. Scheiße was, ne? Na ja, gut. Ja, dann trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen mit den Briten hier. Ich wäre offen für Vorschläge, wenn ihr Bock habt, irgendwann mal was anderes halt zu sehen, nicht nur Panzer-Gameplay, gucken, welche Panzer könnte ich mal fahren, ne? Was interessiert euch da am meisten? Das wäre mir schon ganz lieb zu wissen. Schreibt es einfach in die Kommis rein, ne? Ganz einfach. Ja, gut. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dahin, ciao.